Herzlich willkommen in Stein, in meinem kleinen Mühlenmuseum, wo ich die Mühlenmodelle baue. Dies ist der Kollergang, der erste Schritt zur Pulverherstellung, in dem die Holzkohle zerkleinert wird. Das ist jetzt die Pulverstampfe. Das ist eigentlich die gefährlichste Mühle. Die Arbeiter mussten während des Laufens die Gumpen bedienen, indem sie Pulver einführten und zurechtrücken mussten. Sie mussten genau ihren Stempel im Auge halten, der dann auf und nieder ging. Das ist die Pulverpoliermaschine. In dieser Maschine wurden die drei Komponenten Holzkohle, Schwefel und Salpeter zusammengeführt. In den Trommeln, in denen sich Holzkugeln befanden, wurde das Gemisch zerkleinert und gemahlen. Das ist jetzt eine Ölmühle. Diese Mühle stand im Schärfbachtal in Niederschärf. Auf dieser wurde jetzt Ölgetreide gemahlen und zum Öl gepresst. Das Ölgetreide wurde auf dem Kollergang hier zerquetscht und aufgebrochen. Dann wurde es in Säcke gefüllt. Das waren Filtersäcke. Die wurden dann hier in die Keilpresse eingeführt. Der Hammer schlug auf den Keil und presste nun die ganze Sache zur Seite weg. Dann wurde hier kaltgepresstes Öl gewonnen. Anschließend wurden die Säcke leer gemacht auf dem Ofen, unter ständigem Rühren erwärmt. Und dann wurde dann das warmgepresste Öl gewonnen. Dies ist die Hammermühle. Dort wurden Stahlwaren produziert. Die Hammermühle hatte immer zwei Mühlräder. Das große Mühlrad, was die Kraft für die Hämmer lieferte, musste aus Sicherheitsgründen abgestellt werden können, während das kleine Rad, was die Luft lieferte, für die Blasebälge permanent laufen musste. Das war ein kleiner Einblick in mein Mühlenmuseum. Es gibt noch mehr zu sehen. Wenn Sie Lust haben, besuchen Sie mich. Bringen Sie Freunde mit. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß bei Ihrer Radtour.